Es ist draußen ziemlich heiß. Es ist schwül. Die Luft flimmert so über dem trockenen Boden und der warme Wind treibt Staub und Sand durch die leeren Straßen und die Sonne knallt so richtig unbarmherzig herab. Die Straßen der Stadt sind wie leergefegt. Keine Menschenseele scheint dort zu sein. Und auch in den Häusern ist niemand, als wenn es eine Geisterstadt wäre. Am Straßenrand in der Nähe des Marktplatzes steht einsam und allein ein großer, mächtiger Maulbeerfeigenbaum. Der Stamm ist dick und knorrig und die ausladende Baumkrone reicht hoch bis in den Himmel und spendet süßen Schatten in der Hitze des Tages. Plötzlich biegt am anderen Ende der Straße eine Gestalt um die Ecke und rennt auf den Marktplatz zu. Es scheint ein Kind zu sein, aber als er näher rankommt, merkt man, der hat einen Bart. Also doch kein Kind, ein Mann. Aber der Mann ist sehr klein. Und er rennt so schnell, ihn seine kleinen, kurzen Beinchen tragen können. Als ging es um sein Leben. Er muss seine Gewänder raffen und festhalten, dass er nicht rüberfliegt. Und Schweiß steht ihm auf der Stirn und er atmet heftig. Endlich kommt er am Baum an und kommt in seinen Schatten zum Stehen. Er stützt sich an dem dicken Baumstamm ab und wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht, ringt um Atmen. Und dann schaut er sich erschrocken um. Er hört etwas. Von dort, wo er herkam, ertönt Lärm von vielen, vielen Menschen. Sie kommen! Ich muss mich beeilen, denkt der Mann. Er macht Anstalt, auf den Baum zu klettern. Zum Glück ist der Stamm ganz dick und wulstig und kurz, sodass selbst ein Kind ohne Probleme darauf klettern könnte. Und so zieht sich der kleine Mann hoch in die erste Astgabel und balanciert auf einem der dicken Äste hoch, bis er hoch über der Straße zwischen den Blättern sitzt. Kein Moment zu früh, denn schon strömen die ersten Leute in die Straße. Sie kommen vom Stadttor. Dort hat sich die ganze Stadt versammelt, um diesen Rabbi zu empfangen. Und jetzt bahnt sich die Menschenmasse langsam ihren Weg durch die Stadt. Und genau wie er es sich erhofft hatte, kommen sie tatsächlich unter seinem Baum hindurch. Der kleine Mann späht mit zusammengekniffenen Augen zwischen den Blättern hindurch und versucht, den Rabbi zu sehen, aber er ist noch nicht da. Die ganzen Menschen plätschern durch die Straße, es geht nur langsam voran, alle stehen sich im Weg und wollen irgendwie näher an den Rabbi ran und drängeln, aber schließlich biegt er endlich in die Ecke. Um ihn herum ist so eine kleine Lücke in der Masse, aber darum ist ein riesiges Gemenge und Gedränge und Geschiebe. Einige der kleinen Kinder lässt man nach vorne, um ihn zu sehen. Andere werden auf den Schultern getragen von ihren Eltern oder Geschwistern. Aber ihn, den kleinen Mann, würde keiner durchlassen. Denn er gehört nicht dazu. Er ist ein Außenseiter, ein Störfaktor. Zum Glück hat er den Baum gefunden. Quälend langsam bahnt sich die Menge ihren Weg durch die Straße, bis er endlich diesen Rabbi erkennen kann. Und diesen Jesus genauer anschauen kann von seinem Baum aus. Und er schnappt sogar ein paar Worte auf von dem, was er sagt. Er ist ganz leise, um alles mitzubekommen und ja nicht entdeckt zu werden. Doch plötzlich bleibt dieser Jesus stehen. Und zwar genau unter seinem Baum. Und er hält den Atem an. Und Jesus schaut hoch. Er schaut zwischen die Zweige und Blätter genau ihm in die Augen. Zachäus, ruft Jesus hinaus. Zachäus, das bin ich, das ist mein Name. Er meint mich? Ach du Schreck. Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute bei dir zu Besuch sein. Zachäus fällt fast vor Schreck vom Baum. Und er klettert so schnell wie es geht vom Baum runter und springt die letzten Meter und sagt, ja, ja, wunderbar, komm mit, dort wohne ich, gucke, komm mit. Und Jesus geht mit und verschwindet in seinem Haus. Und die Leute sind total verdattert. Was machst du, Jesus? Was soll das? Bei Zachäus? Er geht zu Zachäus? Ist das sein Ernst? Wie kann er nur bei so einem einkehren? Das ist doch so ein mieser Sünder, so ein Betrüger, so ein Außenseiter, so ein Zöllner. Und die Leute ärgern sich richtig darüber. Aber Jesus besucht Zachäus. Er isst mit ihm und seiner Familie und sie unterhalten sich und haben gute Gemeinschaft. Und am Ende steht Zachäus auf und sagt zu Jesus, weißt du was? Ich werde mein halbes Vermögen den Armen schenken. Und den ganzen Leuten, die ich über den Tisch gezogen habe, den gebe ich ihr Geld vierfach zurück.
Irgendwie hat ihn die Begegnung mit Jesus ziemlich verändert. Und dann kommt der Hammer. Jesus lächelt Zachäus an und sagt, heute ist dein Haus gerettet worden. Und zu allen gewendet sagt er, Zachäus, du gehörst dazu. Du bist ein Sohn Abrahams. Du bist kein Außenseiter mehr, sondern du gehörst zu meinem Volk. Deshalb bin ich hier, um die zu retten, die verloren gegangen sind. Das ist die Geschichte von Zachäus, von dem Zöllner, von dem Außenseiter, von dem, den keiner leiden konnte, der die anderen so abgezockt hat und mit den blöden Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Das ist die Geschichte von diesem kleinen Mann, der unbedingt Jesus sehen wollte. Und dann kommt dieser Jesus tatsächlich. Und er kommt und geht direkt dort vorbei, wo der kleine Mann sich versteckt hat. Nein, er geht nicht vorbei, er bleibt stehen. Er bleibt dort stehen und sieht diesen Zachäus, der sich versteckt. Er sieht diesen Zöllner und Sünder, wo sonst jeder andere fromme Mann versucht, ihn zu ignorieren. Selbst wenn er vor ihm steht. Dort sieht Jesus diesen Zachäus, obwohl er sich versteckt vor ihm. Er sieht diesen kleinen Mann, der da im Baum versteckt sitzt. Er sieht ihn und erkennt, wer er ist, was er braucht und wonach er sich sehnt. Und Jesus spricht Zachäus an. Er lässt die anderen guten Leute stehen und wendet sich diesem kleinen Außenseiter zu. Und er stellt keine Bedingungen, keine Forderungen. Nein, er lädt Zachäus ein, ihn einzuladen. Weil Zachäus das selbst sich wohl nie getraut hätte, diesen Rabbi einzuladen. Und dann isst er mit ihm und zeigt ihm, wie viel er ihm bedeutet. Und diese Begegnung mit Jesus, diese Wertschätzung und Liebe, die Zachäus erfährt, verändern den Zöllner von Grund auf. Er verschenkt sein halbes Vermögen, er bemüht sich, seine Ungerechtigkeit wieder gut zu machen und mehr noch. Das, was jahrelanges Schimpfen und Meckern und Jammern der Mitbürger und Händler nicht bewirkt hat, das bewirkt einen Tag mit Jesus. Ein Tag der Wertschätzung und Liebe. Und dann sagt Jesus das, was Zachäus ganz dringend gebraucht hat. Er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Zachäus, du bist ein Sohn Abrahams. Das heißt, du bist kein Außenseiter mehr. Du gehörst dazu, du bist einer von meinem Volk. Das, was die anderen dir gerne absprechen möchten, die dich gerne rausekeln wollen, das spreche ich dir zu. Du gehörst dazu. Toll. Ich finde es genial, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Wie er ihn sieht, selbst wenn alle anderen ihn ignorieren. Und wie er ihm zeigt und zuspricht, du bist mir wertvoll, du gehörst dazu. Und wie das alles verändern kann. Gut, aber wo bin ich in dieser Geschichte? Welche Rolle nehme ich ein? Wie wäre es mit einem aus der Volksmenge? So einer von diesen Leuten? Das sind doch eigentlich ganz ordentliche, ganz normale Leute, die zum Volk Gottes gehören. Die finden Jesus toll, sie bewundern ihn, sie folgen ihm nach, manche schon seit vielen Wochen, andere immer nur dann, wenn er bei ihnen vorbeikommt, aber die mögen Jesus. Alles in allem würde ich sagen, sind das so ganz normale Gemeindechristen von heute, oder? Das kann doch nicht schaden, zu dieser Volksmenge dazuzugehören, oder? Ja, prinzipiell ist es eine gute Sache. Jesus nachfolgen, seine Nähe suchen, dabei sein, dazugehören, das ist gut. Aber wenn ich einer aus dieser Volksmenge bin, dann sollte ich auf eine Sache achten. Die Leute in der Volksmenge, die können Zachäus nicht leiden. Und ich meine, sie haben ja auch allen Grund dazu, ihn nicht zu mögen. Zachäus ist Oberzöllner und Angestellter der Besatzungsrömer. Und wie man am Ende der Geschichte erfahren wird, hat er wohl einige Leute kräftig abgezogen mit seinem gezinkten Zöllnerrechenschieber oder mit seinem Vitamin B-Vorteil. Die Leute mögen ihn nicht. Sie können ihn nicht leiden. Und sie wollen ihn nicht dabei haben. Sie wollen ihn rausschieben. Und manche nutzen jede Gelegenheit, um ihm das zu zeigen, dass sie ihn nicht wollen. Dass sie für sie ein Sünder ist, ein Ausgestoßener. Mal unabhängig von der Schuldfrage. Die Leute aus der Volksmenge sind dabei, jemanden auszuschließen.
jemanden wegzuekeln, der ihnen nicht passt, der nicht in ihre Norm hineinpasst, jemand, der ein Sünder ist, ein Außenseiter eben, einer, der sie irgendwie stört. Und damit stehen sie ganz entgegen zu dem, was Jesus verkörpert, was er will. Sie ignorieren Zachäus, aber Jesus sieht diesen Mann, obwohl er Mist gebaut hat. Kann es sein, dass ich als einer aus dieser Volksmenge auch in der Gefahr stehe oder schon mitten dabei bin, Leute auszuschließen, Leute auszugrenzen in der Gemeinde oder in meinem Umfeld und sie damit, und das ist das Schlimmste, von Jesus fernzuhalten? Egal welche Gründe ich dafür habe und ins Feld führe, egal welche Verletzungen ich vorzeigen kann, Jesus wischt das alles weg und sagt, du hast kein Recht, diesen Menschen durch deine Ignoranz oder dein Exklusivdenken oder deine private Vorstellung von richtig und falsch von mir fernzuhalten. Das geht nicht, denn ich will ihn dabei haben. Jesus grenzt die Menschen nicht aus. Gut, vielleicht kann ich sagen, ich habe ja nichts gegen Zachäus. Ich bin voll okay mit dem, ist okay. Ich grenze den gar nicht aus, das ist gut. Aber trotzdem soll ich auf etwas achten. Natürlich will ich nahe zu Jesus ran in dieser Volksmenge. Ich will ihn gut sehen können, ihn gut hören können und dabei noch am besten bequem Platz haben irgendwo, wo ich die Beine so ein bisschen ausschütteln kann, vielleicht mal sitzen kann oder so. Und in der Volksmenge kann das dann manchmal so ein ziemliches Gedränge werden, wenn das alle wollen. Da ist es wichtig, dass ich auch auf die anderen um mich herum achte. Es geht nicht nur darum, dass ich am besten sehe, ich am bequemsten stehe oder sitze und am besten höre. Es geht auch darum, darauf zu achten, dass die anderen um mich herum was mitbekommen können. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass ich meinem Nachbar mal vorlasse, dass er auch was sieht. Dass ich mal meinen guten Platz aufgebe für die anderen, dass sie auch mal ihre Beine ausschütteln können. Dass ich Platz mache, dass andere Jesus sehen und erfahren können und nicht nur ich allein. Gut, vielleicht ist das Gerangel und Gedränge in der Menge für mich nicht das Richtige. Vielleicht bin ich doch jemand anders. Vielleicht bin ich ja Zachäus, dieser kleine Mann. Vielleicht können mal alle Zöllner sich kurz melden, die hier sind. Mist, das war jetzt nicht geplant. Ich meine die Berufszöllner, ja. Also, ist nicht so ganz üblich heute, aber man muss kein Zöllner sein, um auf dem Baum zu sitzen. Ja. Vielleicht bin ich kein Zöllner, aber ich sitze trotzdem da oben in diesem maulbeerfeigen Baum und gucke runter zwischen den Blättern. Vielleicht werde ich tatsächlich ausgegrenzt von der anderen. Vielleicht habe ich sogar Gründe dafür gegeben, bin vielleicht selbst schuld daran, in Anführungsstrichen. Aber vielleicht kann ich gar nichts dafür, dass ich so ein bisschen am Rand gedrängt wurde. Vielleicht fühle ich mich auch nur ausgegrenzt, obwohl die anderen es gar nicht wollen. Oder vielleicht sitze ich einfach da oben, weil ich denke, naja, so ein bisschen Sicherheitsabstand ist vielleicht ganz gut. Erstmal gucken, was da passiert, wer dieser Jesus eigentlich ist. So ein bisschen in der letzten Reihe, auf der Empore irgendwo. Warum sitze ich auf dem Baum? Was ist der Grund dafür? Bin ich eher vorsichtig? Habe ich noch so meine Zweifel und Unsicherheiten, ob ich wirklich dazugehöre oder gehören will? Vielleicht beachtet mich keiner. Und die vorderen Reihen sind eh schon die besetzten Stammplätze. Vielleicht stoßen mich andere fort oder engen mich zu sehr ein. Ganz egal, warum ich dort sitze auf diesem Baum, ich darf Folgendes wissen. Jesus sieht mich. Jesus kommt vorbei und tanzt aus der Reihe. Er unterbricht diese heilige Prozession und ruft zu mir in die Äste nach oben. Ich sehe dich. Ich kann dich sehen, dort wo du bist, wo du dich versteckst. Und ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Du gehörst dazu, du bist mir wichtig. Komm her. Komm aus der letzten Reihe nach vorne. Komm aus dem Schatten ins Licht. Komm raus aus dem Mutter-Kind-Aquarium da hinten. Komm her zu mir. Komm aus deiner Computerecke, aus deinem Elfenbeinturm, aus deiner Überreserviertheit, aus deinem Schweigen. Komm raus, komm zu mir. Ich will dir begegnen. Und ich lade dich ein, mich einzuladen. Einfach so. Ohne Bedingung. Du kannst die dreckigen Klamotten anlassen, du kannst deine Scham und Schuld mitbringen. Du musst dich nicht ändern, bevor du mir begegnen kannst. Komm einfach vom Baum runter und wir essen was zusammen. Wie wär's?
Jesus sagt, ich grenze dich nicht aus. Für mich gehörst du dazu. Egal wie viele Leute dir im Weg stehen, egal wie klein oder sündig du bist, du gehörst dazu. Ich will dich dabei haben. Und ich fände es schade, wenn du dich weiter da hinten am Rand versteckst. Ich will dich dabei haben. Komm vom Baum runter und lass uns zusammen abhängen. Wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann wird sich alles verändern. Nicht, weil ich muss, sondern weil Jesus mich berührt und ich es selbst möchte. Jesus ruft mich nicht mit der Absicht so, okay, wenn ich ihn rufe, dann muss er ein ganzes Vermögen weggeben oder sowas. Ja, das hat Zachäus gemacht, die Hälfte den Armen zu spenden und das vielfach zurückzugeben. Das war seine Entscheidung. Das hat Jesu Berührung bei ihm bewirkt. Das ist okay. Aber Jesus meint mich und nicht mein Geld. Und was aus der Begegnung mit ihm entsteht, das wird mein Herz mir zeigen. Das werde ich dann merken, was es bei mir bewirkt, was ich dann bereit bin zu tun und was ich dann tun möchte, weil es mir ein Anliegen wird. Das bewirkt Jesus in meinem Herzen. Okay, alles schön und gut, die Volksmenge Zachäus, aber vielleicht bin ich doch nicht ganz so der perfekte Zachäus, vielleicht passt das mit der Größe nicht ganz. Vielleicht gibt es ja eine andere Rolle in der Geschichte, die mir dann noch ein bisschen besser passt. Und tatsächlich, da gibt es noch eine. Eine Rolle, die sogar so von der Größe recht gut passt. Nämlich den Maulbeerfeigenbaum. Diesen großen Baum mit den ausladenden, langen, großen Ästen, die so hoch in die Lampen reichen, in den Himmel reichen. Ja. Vielleicht kann ich ja dieser Baum sein. Ist ja bescheuert, denkt ihr jetzt vielleicht, aber hört mir zu. Der Maulbeerfeigenbaum steht dort, wo Jesus vorbeikommt. Und er ist groß und leicht zu erklettern. Ihr müsst wissen, wir denken manchmal so an Maulbeerbaum bei der Geschichte, so ein kleiner Strauch, der irgendwo so wächst, so ein bisschen vor sich hin. Aber Maulbeerfeigenbäume sind echt mächtige Bäume. Die sind ziemlich groß, ich habe Bilder gesehen von denen. Und die haben tatsächlich so einen ziemlich dicken, kurzen Stamm, der so ganz schwulstig ist, dass man da wunderbar hochklettern kann. Und dann riesige, dicke Äste, die so richtig weit in den Himmel gehen. Perfekt zum Hochklettern. So super zum Klettern geeignet, dass so kleine Außenseiter wie Zachäus von den Zweigen aus Jesus sehen können. Das finde ich toll. Ich glaube, ich möchte so ein Maulbeerfeigenbaum sein. Natürlich kein Baum im wörtlichen Sinn, aber ihr versteht, was ich meine. Ich möchte so jemand sein, der anderen hilft, Jesus zu begegnen. Ich will nicht im Weg rumstehen, sondern ich will andere auf meine Schultern nehmen, dass sie besser sehen können und hören können, was Jesus sagt. Gerade die kleinen Leute, die zwischen den Großen nicht so richtig durchkommen. Gerade die Kinder, gerade die Menschen, die vielleicht nicht so viel Mut haben, die sich nicht trauen. Und die Menschen, die nicht so viel Kraft haben. Leute, die eher eben Außenseiter sind und die hinten stehen. Leute, die es schwer haben, zu Jesus durchzukommen. Ich will es denen leicht machen, Jesus zu sehen. Ich will sie hochheben, ich will Dinge und Formen aus dem Weg räumen, die das behindern. Und ich will Zeiten und Räume und Formen schaffen, die es ihnen ermöglichen, ganz leicht zu hören und zu sehen, ganz einfach und nah an diesen Jesus heranzukommen, der sie sieht und liebt. Egal wo du bist, Jesus sieht dich und du gehörst dazu. Er will dich dabei haben. Komm von deinem Baum und begegne ihm. Und ich will keinen ausgrenzen. Ich will nicht im Weg stehen. Lieber will ich ein lautes Kind auf meinen Schultern tragen, damit es was sehen kann, als irgendwo meinen besten Platz zu haben, wo ich halt bequem stehen kann. Ich will von meinem Baum hinabsteigen, wenn Jesus mich ruft. Und ich will erleben, wie er mein Leben verändert. Und ich will anderen ermöglichen, diesen Jesus kennenzulernen, wie dieser Maulbeerfeigenbaum. Amen.